Hallo liebe Tasty Food Freunde. Hi, hello und herzlich willkommen zu einer kulinarischen Reise. Heute geht es nach Las Vegas. Also, kommt doch einfach mit. Wir grillen heute leckere Burger und dazu gibt es eine selbstgemachte Soße. Welcome to Fabulous Las Vegas. Diese Stadt ist wirklich faszinierend und Unterhaltung pur. Mittelpunkt ist der sogenannte Strip, eine Hauptstraße, an der das Leben tobt, die Lebensader von Vegas. Hier befinden sich zahlreiche Motto-Hotels, Paris Paris mit dem nachgebauten Eiffelturm, das Bellagio mit dem gigantischen Springbrunnen, New York New York mit Empire State Building, Venedig ist vertreten mit nachgebautem Markusplatz und das berühmte MGM, in dem David Copperfield immer noch auftritt. Neben dem Strip hat Vegas auch noch mehr zu bieten, zum Beispiel Downtown. In der Freeman Street kann man das alte Vegas erleben mit dem bekannten Golden Nugget und der berühmten Cowboy-Neon-Figur. Abends herrscht eine super Atmosphäre. Die Straße wurde vor einiger Zeit teilweise überdacht und gleicht einer bunt beleuchteten Fußgängerzone. Herrlich! Hier befindet sich auch Slotzilla, ein Turm in Form eines Spielautomats, aus dem man in 34 Meter Höhe wie Superman an einer Zipline über die Fußgängerzone fliegt. Der absolute Knaller. Hat total Spaß gemacht. Ein weiteres Highlight war für uns der Helikopterrundflug über die Stadt. Am besten fliegt man, wenn es dunkel ist, denn dann leuchtet alles herrlich am Strip. Atemberaubend dieser Anblick. Ein tolles Erlebnis. Leider dauert der Flug nur 15 Minuten. Abends kann man auch einfach mal über den Strip bummeln. Hier haben wir zahlreiche Burgerläden ausprobiert. Sehr lecker. Und so einen selbstgemachten Burger, der schmeckt natürlich auch zu Hause. Wir starten mit der Burgersoße. Wie ihr seht, besteht sie aus vielen Komponenten und ist total lecker. Dafür schneiden wir jetzt erstmal die Gewürzgurken klein. Eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe haben wir schon schön klein geschnitten und die brutzeln wir jetzt an. Wenn die Zwiebeln schön glasig geworden sind, löschen wir mit Cola, Gurkenwasser und der Sojasauce ab. Weiter geht's mit Räuchersalz. Es gibt eine schöne rauchige Note. Jetzt kommt der Honig dazu. Weiter geht's mit Ketchup, Mayonnaise und Senf. Zum Schluss noch die Gewürzgurken und für die Schärfe ein bisschen Chili. Und schon ist unsere leckere Soße fertig und muss natürlich probiert werden. Richtig lecker und schön würzig, ein echtes Highlight für unseren Burger. Jetzt kümmern wir uns um den Burger Patty. Wir haben Rinderhackfleisch genommen und dazu geben wir eine halbe gehackte Zwiebel. Die andere Hälfte haben wir in Ringe geschnitten und sie kommt dann später auf dem Grill dazu und wird dann zum Burger gereicht. Gewürzt wird mit Salz und Pfeffer. Wenn alles gut vermengt ist, teilen wir das Rinderhack in zwei in etwa gleich große Teile und formen Kugeln daraus. Die kommen dann später auf unsere Grillplatte. Wir wollen unseren Burger noch mit frischer Tomate belegen und schneiden diese jetzt in Scheiben.
Soweit ist alles vorbereitet. Die Burgerbrötchen haben wir selber gebacken. Es sind eine Art Milchbrötchen. Ihr könnt natürlich auch gekaufte nehmen. Barbecue Time. Burger macht man noch am besten auf dem Grill. Und den haben wir schon angeheizt. Wir starten mit dem Butterschmalz. Wir nutzen zum Burgergrillen immer eine Mörtelkelle aus dem Baumarkt. Das ist total praktisch. Und die Patties werden richtig schön in Form gebracht. Jetzt geben wir noch die Zwiebeln dazu. Die Zwiebel dürft ihr nicht zu lange lassen, damit sie nicht verbrennen. Nach ca. 3 Minuten können die Patties auch schon gewendet werden. Jetzt bauen wir unseren Burger zusammen. Wir starten mit einer ordentlichen Portion Soße. Die geben wir jetzt auf das untere und obere Teil vom Brötchen. Weiter geht's mit unserem leckeren Patty. Und darauf geben wir eine schöne Scheibe Käse. Wir haben uns für Gouda entschieden, da die Soße schon ganz schön würzig ist. Ihr könnt aber auch Cheddar-Käse nehmen. Weiter geht es mit unseren gegrillten Zwiebeln, Tomate und Salat. Jetzt fügen wir alles zusammen. Höchste Zeit zum Probieren. Lecker, schmeckt fast wie in Vegas. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachgrillen, lasst es euch gut schmecken und damit ihr bei der nächsten kulinarischen Reise mit dabei seid, abonniert doch gerne unseren Kanal. Bis bald. Tschüss.